Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllisters Outdoor Cooking. Hier in meinem Schüsselchen habe ich ein leckeres Paprika-Sahnehändchen aus dem Dutch Oven. Wie wir das machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach meinem neuen Intro. Viel Spaß! Kommen wir zu den Zutaten. Der Hauptdarsteller heute ist unsere Hühnerbrust. Da haben wir 4 Stück. Dann haben wir hier Hühnerbrühe. Wir haben Eiweiß, geräucherten Paprika, Tomatenmark, den Chicken Run Rub von Beef Buddy, der passt hier optimal, Champignons, wir haben Cheddar-Käse, 2 Becher Schmand, einen Becher Sahne, eine Ampelpaprika, eine Gemüsezwiebel und etwas Knoblauch. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox und wir starten jetzt los mit den Vorbereitungen. Als ersten Vorbereitungsschritt werden wir uns jetzt heute unsere Paprika hier in schöne Streifen schneiden. Natürlich erst einmal das Kerngehäuse hier rausholen. Als nächstes werden wir uns unsere Zwiebel in schöne Streifen schneiden. Als nächstes werden wir uns jetzt unsere Champignons in so kleine Scheibchen schneiden. Und zuletzt haben wir unseren Knoblauch noch. Das ist wie immer so ein Solo-Knoblauch. Und den werden wir uns auch ein bisschen klein hacken. Als letzten Vorbereitungsschritt müssen wir jetzt noch unsere Hühnerbrüste würzen. Dafür nehmen wir heute den Chicken Run Rub von unserem Beef Buddy. Werde ich euch wieder ausreichend verlinken, da könnt ihr schauen, was alles drin ist. Auf jeden Fall ein sehr geiles Gewürz. Da geben wir mal ordentlich was drauf. Auf jede Hühnerbrust. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Und weil mir bei dem Gewürz jetzt ein bisschen einfach so das ganze Paprika ein bisschen fehlt, werden wir hier von unserem geräucherten Paprika selber noch ein bisschen was dazugeben. Ja, und das war es jetzt auch in Vorbereitungsarbeiten und dann können wir rüber wandern an den Dutch Oven. Ja, kommen wir zu dem Setup heute. Wir haben heute den Atago und weil es heute wirklich ekelhaftes Wetter ist und windig, habe ich heute einfach No-Name Briquettes genommen. Die reichen für die halbe Stunde, wo wir hier brauchen. Hier habe ich jetzt meine Pfanne von Petromax, die FP30 und die passt hier super auf den Atago drauf und die werden wir jetzt erstmal brauchen, dass wir da drin schön anbraten können. In die Pfanne werden wir ein bisschen Öl reingeben und das darf dann erst einmal schön aufheizen. Wenn die Pfanne dann schön heiß ist, werden wir anfangen, dass wir hier unsere Zwiebeln hineingeben und unseren Knoblauch. Lassen den ein bisschen anschwitzen. Und dann geben wir auch gleich noch unsere Champignons mit dazu, dass die auch ein bisschen mit anbraten können hier. Wenn unsere Zwiebeln dann schön glasig werden, werden wir dann unseren Tomatenmark dazugeben. Da machen wir uns hier in der Mitte einfach ein bisschen Platz. Und unser Eiweiß werden wir auch gleich mit dazugeben. Und das lassen wir hier auch ein bisschen mit anschmurgeln. Wenn wir unser Tomatenmark und das Eiweiß dann hier mit allem schön vermengt haben und das Ganze noch ein bisschen anbraten haben lassen, werden wir das Ganze jetzt mit der Hühnerbrühe ablöschen. Gewürzt wird das Ganze jetzt nochmal mit geräucherten Paprika. Wenn ihr keinen geräucherten habt, nehmt ihr natürlich edelsüßen, rosenscharfen, wie ihr es mögt. Und jetzt darf das Ganze einmal kurz aufkochen. Jetzt köchelt das alles schön gemütlich und jetzt werden wir unsere Sahne dazugeben. Und damit das Ganze auch schön cremig wird, geben wir jetzt hier Schmand dazu, mindestens einen Becher. Und vom zweiten auch noch ein bisschen was. Aber da muss es nicht der ganze sein. Also vom zweiten haben wir jetzt so die Hälfte dazugeben. Der Wind weht mir hier alles davon. Und jetzt werden wir das alles schön unterrühren. So, wir sehen, es blubbert jetzt schön leicht. Das ist theoretisch fertig. Wir werden das Ganze jetzt noch ein bisschen abschmecken. Theoretisch mit Salz und Pfeffer. Wir nehmen natürlich den Beef Buddy Rub, unseren Chicken Run. Geben da ordentlich was drüber.
Jawohl, perfekt. Und schon ist unsere Soße hier fertig. Und dann werden wir die Pfanne mal auf die Seite stellen. Diesmal natürlich mit Handschuhe. Dann werden wir hier unseren Dutch Oven positionieren. Das ist der DO 4,5 von Barbecue Toro. Jetzt werden wir hier unten so einen kleinen Film Öl hineingeben. Muss gar nicht viel sein. Einfach bloß, dass da ein bisschen Anti-Haftbeschichtung für unsere Hühnerbrüste ist. Und die werden wir jetzt hier schön positionieren. Über unsere Hühnerbrüste werden wir jetzt ein bisschen hier die Paprika verteilen. Jetzt werden wir den Inhalt von unserer Pfanne hier drüber gießen. Schauen, dass sich das Ganze natürlich auch noch schön ein bisschen verteilt. Und zu guter Letzt werden wir hier oben drauf jetzt noch unseren Cheddar-Käse geben. Geben unseren Deckel drauf. Und dann werden wir hier oben noch die restlichen Kohlen, die wir von unten rausgenommen haben, hier oben positionieren. Von der Zeit her wird das Ganze ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ein paar Mal so halbe Stunde, 40 Minuten an. So, wir kommen zurück. Gute 40 Minuten sind jetzt vergangen und wir werden jetzt hier mal reingucken. Und jetzt, Leute, schaut euch das an. Tada! Sieht das hammergeil aus. Also, unser Paprika-Sahnehühnchen ist fertig. Anrichten werden wir das Ganze drinnen und das sehen wir uns gleich wieder. Ja, als Beilage werden wir hier heute ein bisschen Reis dazugeben. Das wird jetzt bloß unser Probierle. Ich mache euch da noch ein schönes Tellerbild. Und jetzt werden wir hier versuchen, dass wir uns hier so ein Hühnchenbrüstchen rausholen. Ja, Leute, jetzt schnell Verkostungszeit. Also ich habe mir hier ein Stückchen Hühnchen gleich mal klein geschnitten drinnen. Gebe mal ein bisschen Reis mit dazu. Schau, dass ich ein bisschen Käse erwische. Oh, mir tropft der Zahn, ich sabber bestimmt voll. Also guten Appetit. Also ich habe das Wort schon lange nicht mehr benutzt, aber ich kann einfach nur sagen, mega pornös. Hammer, Freunde, wirklich ultra. Wir essen drinnen, danach gibt es das große Fazit. Bis nachher. Ja, Leute, also ein schnelles Fazit für euch. Es ist super ungemütlich hier draußen, der Wind pfeift wieder. Es ist einfach nicht schön, hier draußen zu sein. Trotzdem ein paar Worte für euch. Also wir haben gegessen, es hat allen super lecker geschmeckt. Diesmal habe ich tatsächlich nichts gefunden, wie ich irgendwie verbessern könnte, was man anders da machen könnte. Hat alles eigentlich so gepasst, wie es war. Das super i-Tüpfelchen, was wir hatten, waren die Champignons und den Käse, den wir da drauf gegeben haben. Hat sich richtig gut gemacht. Also auch meine Kleine, der hat das mit dem Käse sehr, sehr geil geschmeckt. Und der Rub vom Beef Body, den wir hatten, der Chicken Run, wie gemacht für dieses Rezept. Also, lieber René, falls du das Video siehst, da hast du wirklich ein mega geiles Gewürz auf den Markt gebracht. Super geil. Ja, in diesem Sinne, 100% Nachmachempfehlung von mir. Wir kommen zum Ende. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es so war, gebt mal einen freundlichen Kommentar. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Hier oben könnt ihr das gerne irgendwo nachholen. Und dann bleibt nichts weiter zu sagen, außer bis zum nächsten Video. Danke fürs freundliche Zusehen, euer McAllister. Ciao.